Da war etwas Angst da, schaffe ich das, kriege ich alles auf die Reihe. Aber die Lust, sich selbstständig zu machen, was Eigenes aufzubauen, die war größer wie die Angst. Mein Name ist Alexander Siebert, ich bin Geschäftsführer von Spedition Seelogistik aus Kloppenburg. Ich komme gebürtig aus Sibirien, aus dem Gebiet Omsk. Ich bin seit 31 Jahren hier in Deutschland, ich war damals 28 und komme dann damals mit meiner Frau und zwei Kindern hierher. Wir konnten das Wenigste mitnehmen. Wir haben hier, wenn man so will, mit null angefangen und dann so langsam haben wir es dann, ich sag mal, hochgearbeitet. Ich wollte schon immer was für mich selber machen. Und weil ich zu dieser Zeit beschäftigt war bei einer Spedition und dann hat sich so ergeben, ich hatte da eine längere Zeit gefahren, das hat mir gefallen und dann habe ich den Weg eingeschlagen und hatte dann mich selbstständig gemacht und habe die Spedition gegründet. Und dann habe ich einen Termin gemacht bei einem Berater und es war damals ein Anwalt. Ich habe noch mit meinem Steuerberater gesprochen. Und dann haben wir uns noch mit unserer Hausbank unterhalten. Und ich sag mal, ob das jetzt Unterstützung gibt oder damals gab vom Staat, das wusste ich gar nicht. Und deswegen habe ich mich auch dann gar nicht gemeldet. Ich hatte die Firma gegründet am 1. August 2003. Habe mit Einzug damals angefangen und habe mich so langsam vorgearbeitet. Solange uns keiner noch nicht gekannt hat, weil wir neu auf dem Markt waren, war es von Ton zu bekommen sehr schwierig. Der Markt ist ja heiß umkämpft. Aber mit der Zeit, mit guter Leistung, mit guter Qualität, suchen wir auch gutes Personal, war das zu schaffen. Heute haben wir 25 LKWs. Wir waren damals in Grunderhof und wir sind dann ja langsam gewachsen und irgendwann war das zu klein. Wir brauchten dann Büroräume, haben uns bei der Stadt an die Stadt gewendet und die hatte dann uns geholfen und dann haben wir auch einen Antrag gestellt wegen Wirtschaftsforderung. Das war eine große Unterstützung, die Forderung, und haben auch gleichzeitig die Möglichkeit gehabt, eine Waschanlage zu bauen. Weil wir transportieren Lebensmittel und da müssen die Fahrzeuge häufiger gewaschen werden. Und das ist ein großer Kostenfaktor, wenn man irgendwo waschen lässt. Und deswegen haben wir unsere eigene Waschanlage gebaut und können alles hier auf dem Hof abwickeln und brauchen nicht mehr irgendwo hin. Da ist einiges an diesem Beruf dran, was mir auch heute noch sehr viel Spaß macht. Und ich fahre auch heute noch, so ab und zu mal ein paar Tage so mal mit. Weil ich ja das, meinen Beruf liebe. Und ich sage mal, einen guten Chef muss in dem guten Beispiel vorangehen. Wenn man sich entscheidet, sich selbstständig zu machen, muss man sich genau überlegen, wenn man es überlegt, dann darf man nie aufgeben. Und dann funktioniert es. Wenn man aufgibt, hat man verloren.